Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming. Kauft mein Merch, Link ist in der Beschreibung. Und wir machen heute einen neuen Squad Builder Showdown, mal wieder. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen letzten gebracht habe. Mindestens schon 2 Wochen her. Und wir sind heute wieder am Start mit Gamer Broski. Scheiße. Ich freue mich nicht, hier zu sein. Danke, Benji. Ist natürlich alles nur Spaß. Hello again, meine Freunde. Easy. Schubig. Du hast kurz meine Verletzung ganz schön gefühlt. Meine Gefühle ganz schön verletzt. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Wir dachten heute, wir machen mal einen Showdown um PSG Neymar. Und ja, nicht nur der Transfer war teuer, sondern auch seine verdammte Karte. Dieselbe Karte, nur in einer anderen Liga und einem anderen Verein, kostet 150k und diese 650. Hoch die Hände, Wochenende. Kannst du mir auch verraten, ob es 2 Menschen gibt, die so ähnlich schlau sind wie wir und sich dann dazu entscheiden, einen Neymar-Transfer-Squad-Builder-Showdown zu machen, einen Tag, nachdem dieser Mensch einen Inform bekommt und natürlich keine normalen Neymars mehr auf dem Markt gedingst werden, wie unsere halben Fatal-Teams verkaufen müssen. Aber als wir das geplant haben, dass wir den Neymar machen, da war der Inform noch gar nicht draußen. Aber gut, geplant ist geplant, Robert. Ich würde sagen, ohne Gras groß zu schnacken, für diesen Showdown, smash nochmal den Daumen nach oben. Schaut bei Simon vorbei, dort haben wir natürlich auch eine Folge aufgenommen. Aber einen Retro-Squad-Builder. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Danke nochmal an Tim und Sven, die wir damals, die mir für den Showdown bei Simon den Account gegeben haben bei Retro, weil mein Account bei FIFA 14 war einfach komplett weg. Ich weiß noch, damals in meiner Road to Glory hatte ich einfach bei dem World Cup-Modus direkt am Anfang Messi, alles weg. Messi! Nein! Wir legen los, gehen in die Formation, let's go, ich bin hyper. So, dann halt rein, Simonski. Wir haben mich mal für einen Kreativen entschieden. Oh, ich dachte, du schreibst 4-3-2-1 auf. Nope, wir haben nicht. Ich habe nämlich heute die 4-3-3, die zweite Formation. Okay, war mal wieder scheiße. 4-5-1. Vielleicht in FIFA 20 errate ich mal wieder eine Ganz Formation. Ehrlich, ich gebe alles. Nee. So, und das hier ist für dich, was ich denke, was du nimmst. Ah, das ist für mich, du. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du das hast. Ich habe die 4-3-3, die vierte. Ja, irgendwann wird mal jemand wieder 4-3-2-1 nehmen, wenn ich es aufschreibe. Ja. Nein. Okay, jo, gut. Ich würde sagen, dann starten wir beide mit dem Stürmer und dem rechten Flügelspieler. Ahoi, Brause. Ja, machen wir. So, Simonski, dann halten Sie rein, was Sie denken, was ich nehme. Ja, ich hab gute Gefühle. Meinst du? Ich bin mir ziemlich sicher eigentlich, dass du es nicht hast. Ich bin sehr gespannt. Ich starte mit meinem Stürmer und hätte gerne den Allerheiligen Gabriel Jesus Futi. Und rechts hätte ich gerne den Ex-Schalker-Boy. Und zwar, du kannst dir schon denken, Sané! Ich habe so einen Brain-Fehler gehabt, ne? Die Futi-Karte von Sterling ist ja links, ne? Ja, glaub schon, ja. Dann habe ich aber richtig gedacht. Ich habe natürlich den Gabriel Jesus aufgeschrieben. Nein! Weil den hast du als Futi, oder? Ja! So ein Bronze-Keeper da vorne im Sturm. Oh, nee, den hätte ich so gerne gespielt. So, okay. Der Boy ist drin. I cry every time. Ich halt rein. Okay, ich fange im Sturm an. Da habe ich eine Karte, die wurde zum Glück letztens re-released. Und zwar Footmess 87er Dybala. Und als Rechtsaußen, ganz trocken, Tots Messi. Schön für dich, ich habe fast das Richtige aufgeschrieben und zwar Jonas und Martins. Nice. Mann, wie kommst du denn geile da auf meinen... Geile Leute. Oh, das stinkt mir richtig ohne Torwart. Machen wir das komplett im Mittelfeld. So, Laune ist geknickt. Halt rein, Simon, bevor du mir die nächsten wegsnipst. Ich habe wieder ein gutes Gefühl. Ah, nee. Okay, ich mache weiter im Mittelfeld. Mit dem linken ZM. Ja. Wenn du den hast, dann ist hier was ganz faul. Ich habe den guten Wesley Sneijder von Nizza. Dann hätte ich gerne im rechten ZM. Da war eigentlich geplant, dass, wie heißt der gute Mann, dass Sané ja schon den Link hat. Bisschen blöd gelaufen. Aber ich hatte da keine gute Möglichkeit, das umzustellen. Deswegen musste er leider vorne ohne Chemie weiterhasseln. Fabinho habe ich noch. Und dazu hätte ich gerne im ZDM Bakayoko. Und es kann gut sein, dass du Fabinho hast, glaube ich. Ich war stets bemüht.
Aber falsch. Fernandinho, Effenberg und Ben Arfa. Nice, wenigstens das. Das freut mich doch schon mal. Scheiße. Ja, tut mir ein bisschen leid mit dem Sané da vorne. Wäre halt der Link mit Jesus gewesen. Aber Effenberg wäre gar nicht so blöd gewesen. Aber ich hoffe, denk mal, das verzeihst du mir. Ich halte rein für dich. Ich habe eigentlich auch ein gutes Gefühl, aber ja, mach einfach mal. Rechter ZM wird Luka Modric. ZOM Hernanes. Und linker ZM Fabinho. Fernandinho. Ich hab Verratti, Marquisio und Veron. Geile Weiber! Scheiße. Nice! Das loopt. Oh, nee. No, let me win. Oh, ich stehe ohne Stürmer da vorne. Oh Gott, du hast schon den komplettes Mittelfeld. Jetzt machen wir die Außenverteidiger. Yep. Okay, ich hab auch. Halt rein, Simon. Außenverteidiger. Hab ich? Linksverteidiger. Dort hätte ich gerne einen transferierten Spieler. Und zwar Terrence, und nicht Terrence Hill, sondern Kongolo. Und rechts. Ah, der ist nach Monaco gegangen, ne? Aha. Nee, nach Monaco. Nach ja, Monaco. Und rechts. Hat Snyder volle Chemistry? Ja. Durch? Genau ihn. Holland. Ach, das ist ein Holländer. Und rechts hätte ich gerne auch eine transferierte Karte, und zwar Danilo von City. Oh, mach mir doch keine Hoffnung. Du sagst transferiert, es fängt mit Dan an. Ich denke, er sagte Daniel Alves, nee, er sagt Danilo. Mann. Ja. Sehr schön. Kotze. Wie hast du links? Ich habe Dahlbert und CDB. Okay. Da bin ich jetzt mal sehr bei dir gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe links. Ich glaube nicht, dass du ihn hast. Und zwar ist das Marçal von Lyon, eine Non-Rare-Karte. Rechts habe ich auch Danilo. Gott, Mann! Ich dachte mir schon, nee, der geht nicht den obvious Weg und nimmt nicht Dalbert. Aber dass du Marçal, dass du dein Level dann doch so niedrig, das hätte ich auch nicht gedacht. Deswegen habe ich Kurzawa aufgeschrieben. Aber Danilo hast du? Nein, und rechts habe ich Juan Fran. Geil, Alter. Oh. Nice. Scheiße. Oh, das finde ich aber lecker jetzt. Oh, ihr Torwart und Innenverteidigung, let's go. Let's f*** go, Simon. Bitte nicht. Okay, ich halt rein. Innenverteidigung. Rechts. Ja. It's going to be legendary. Desailly. Ich hab's gewusst. Innenverteidigung links. Boateng. Und ins Tor kommt der Perfect Link, Manuel Neuer. Ich wusste es eben. Ich dachte erst Blanc oder Desailly. Hab mich dann aber für Easy Way entschieden, Koscielny, Sarko, Mann. Ja! Stark! Wenigstens steht die Verteidigung. Und jetzt hau ich dir was weg. Ich glaube nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe in der rechten Innenverteidigung Lovren. Du bist so ein Noob. In der linken Innenverteidigung Mate. Du bist so ein Lelek. Und im Tor The Hair. Ja! Torwart weg! Da kommt ein Spieler rein! Let's fucking go! Alles hat sich soeben gedreht! Ich habe mich für die Fatal-Innenverteidigung Campbell, Smalling und De Gea entschieden! Yes! Ja! Woo! Let's go! Puh! Das Blatt wendet sich. Aber ich habe keinen Stürmer, das ist sehr gut für dich, sag ich mal so. Und mein rechter Flügel ist auf 3 Chemie. 5 Chemie. Ich hasse dich. I'm loving it. Sehr schön. Dann kannst du dir jetzt gerne einen kleinen Stürmer raus. Ich suche mir den sogar raus. Weißt du, heute gehe ich sogar so weit, ich suche mir den raus. Kann ich welchen im Verein nehmen? Ich habe hier einen, der ist 1,75. Ja, 1,76. Nimm den ruhig, wenn der dir passt. Sehr schön. Und dann starten wir rein ins Spiel. Ich würde sagen, jetzt wird's spannend. Ich habe keinen Stürmer, er hat keinen Torwart. Was ist das größte Handicap? Let's go. Und du hast kein Skill. Messi hat keinen Bock auf defensive Arbeit. Leute. Komm schon, einfach mal probieren. Lauf, Junge! Hau den um! Hau den Geil. Um! Geil! Oh. Oh, jawohl, Danilo. Ah.
Jungs! Oh ja, nö. Da war, das war, kann man ruhig mal Vorteil abpfeifen. War ja gar kein Angriff in Sicht. Oh, skilltastisch. Nein, nicht gut. Nein! Ja, genau da sollte er hingehen. Oh. Oh ja, genau da sollte er hingehen. Ja, und da auch. Das wird einfach ein anderer anvisiert. Schiedsrichter! Sehr schön, Snyder auf. Nee, nee, oh nee, nee, mach den natürlich. Sehr schön, dass Snyder da steht und nicht mein Torwart. Das erste Mal, dass du bei mir gefühlt in der Hälfte bist, ey. Oh, oh, stark gespielt. Vor deinen Kombinationen habe ich echt schlecht. Ehrlich, Alter, du bringst du echt gut. Ey! Schiedsrichter, pfeift doch ab, die Situation. Ich habe nach rechts gespielt. Hingehen, Mois. Hingehen! Danke. Oh. Nein! Mann, Alter! Gott! Ich bin hart am struggeln! Aber kein Torschuss! Trotzdem bin ich gefühlt die ganze Zeit in deinem scheiß Strafraum, Alter! Ja! Aber ironisch, ne? Mein Gott, Alter! Come on! Wohin? Oh nein, direkt zu Messi. Mann! Scheiße! Wie soll denn in den Strafraum spielen? Alter, was machst du? Mois! Kongolo, was machst du da eher? Ey, Jungs, ihr sollt einfach normale Pässe spielen! Was soll das? Und sowas aus der Drehung kommt an! Es geht doch nicht! Und da fällt das Ding. Oh, ey! Mann, Alter! Rein, Junge. Alter, hast du den weggenagelt. Ich hätte safe das Tor danach gemacht, hättest du ihn nicht umgehauen. Oh. Bye, have a great time. Hä? Hä? Ich hab einfach nur eineinhalb Balken und den Stick nach oben gedrückt. So wie ich den mit Isco reingemacht hab. Wow. Es ist mein Torwart. Aber wird mein Torwart? Nein, natürlich nicht. Oh. Die letzten Minuten halt jetzt auch noch durch. Du spielst schon echt stark, muss man sagen. Nur die letzten Pässe passen noch nicht so ganz. Sonst ist es mega stark. Oh, und da ist er. Nein. Oh, stark, Jungs. Aber diese Pässe, ich krieg den Ball halt nicht aus meiner Hälfte wirklich raus. Das war der unnötigste Pass, den ich jemals gespielt habe. Mann, oh, und der Schiri pfeift ab. 1-0. Ich hatte einen starken Angriff, aber der saß immerhin. Aber Simon hat echt stark gespielt, muss ich sagen. Und so wie er spielt, wäre er auf jeden Fall mein Battle-Favorit aktuell zum aktuellen Zeitpunkt. Dankeschön. Aber Dankeschön. Das heißt trotzdem, ich darf einen Spieler abstoßen. Blöde Let's Niederlage. Go. Aber thanks for the props. Noncha problema. Ich glaube nicht, dass du Messi triffst. Das wäre zu krass. Aber ich glaube, dass du einen von den drei SBC-Karten triffst. Da bin ich mir nicht sicher. Oder Neymar. Ich bin momentan, ehrlich gesagt, in guter Snipe-Laune, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also, ich bin mir gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mach noch einen Change. Okay. Ja. Ich weiß es nicht, Alter. Ich bin da überlegen. Also, 4-3-3-4. Letztes Mal. Ich will jetzt nicht, ne, ich sag mal nichts. Aber ich. Ich nehme den Stürmer. Oh mein Gott! Der Save des Jahrhunderts! Genau die Position habe ich verändert! Nein! Da stand Dybala! Oh, und jetzt steht da so ein scheiß Non-Relics-Verteidiger. Ach, nicht doch, Alter. Das gibt es doch nicht, Alter. Ey, das war der Call des Jahrtausends. Das gibt's nicht. Wen hast du linken Flügel? Ich wollte erst linken Flügel nehmen. Modric. Oh, Jesus Christ, Mann. Oh, schade, Marmelade. Schade, Marmelade. Alter, bin ich glücklich gerade. Mann, ich hätte gern noch mehr weggefickt. Aber gut, hat, finde ich, Spaß gemacht. War ein sehr, sehr enges Spiel. GG hat sich gut gehalten dafür, dass er keinen Torwart hat. Checkt die Folge bei Simon aus.
Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung drin. Und dann würde ich sagen, was das von uns für heute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Wir sehen euch auf der Gamescom nächste Woche. Noch ein Wort. Haut rein. Ciao, wie feiere ich das gerade? Du bist so ein Penner, Alter.